Willkommen bei Yvonne, holt die Maus raus und wir starten hier auf diesem Kanal. Bei Yvonne, holt die Maus raus, tatsächlich wieder ein Sensi-Video. Ihr habt euch nicht vertan, ihr seid immer noch richtig. Ich kann es mal so sagen, es ist mal wieder extrem Disney-lastig, aber es muss sein. Und ich freue mich mit euch jetzt dieses Video hier zu teilen und euch zu zeigen, was ich gekauft habe, weil die Zeit als Beraterin für mich ist vorbei. Ich habe es auf meinem anderen Kanal schon erklärt. Den habe ich jetzt eingestampft zum 30. diesem Monat, weil es ging nicht anders. Und ich glaube, ihr werdet, wenn ihr seht, was ich gekauft habe, verstehen, warum ich es gekauft habe. Leute, wie geil sind bitte diese Sachen? Da. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Okay, wir starten einfach mal hiermit. Neu bei Yvonne holt die Maus raus. Ist eingezogen einmal Tinkerbell und Peter Pan. Das ist eine Lampe, die gab es schon vor vielen, vielen Jahren. Tatsächlich ist das, ich weiß es gar nicht, 6 Jahre her. Da war ich auf einem Trödelmarkt in den Niederlanden und da gab es genau diese Lampe hier, die hier. Und ich habe dann überlegt, weil ich ja großer Tinkerbell-Fan bin, wenn dann Belle und Tinkerbell, habe ich so überlegt, ob ich mir die kaufen sollte. Habe es sein lassen und habe ja dann irgendwann hier diesen Kanal gemacht, bin auf Sensi abgerutscht, liebe ich ohne Ende und habe dann so gedacht, so Mist, hättest du dir das mal gekauft, ne? Ja, was ist, habe ich nicht gekauft und habe mich eigentlich geärgert, weil es hatte dann Raritäten, Sammlerwert und so weiter. Also das wollte ich dann auch nicht ausgeben. Ich sage mal 100 Euro, über 100 Euro für diese Lampe war mir einfach auch zu viel und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich sie jetzt habe. Ich habe überlegt und habe gedacht, brauchst du noch eine Lampe und es kam zum Entschluss, ja, ich brauche noch eine Lampe. Okay, wir schauen uns einmal diese wunderschöne, wundervolle Lampe an und wenn ihr denkt, ich bin so überschwänglich, immer bei Disney-Themen, ne? Und schaut mal bitte, wie süß das ist. Das ist einmal am Big Ben, da fliegen ja Peter Pan und, sag mal, wie heißt die, das Mädel von Peter Pan? Wendy, genau. Fliegen ja da drüber. Ich halte es euch mal so rein. Ich finde das mega cool. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich das überhaupt kaufen soll und so, ne? Aber ich kann nicht anders. Ganz ehrlich, ich werde dazu innerlich gezwungen, das zu kaufen. Schaut euch mal bitte diese wunderbare, wunderschöne, wundervolle Lampe an. Also das ist so eine Schale, da könnt ihr den Duftwachs reinmachen. Ich bin jetzt keine Sensi-Beraterin mehr. Das heißt, es schließt ein, dass ich das Ganze hier richtig bewerben muss. Es ist eine wunderschöne Glasvase, absolut top. Und dann... Und diese Lampe wird jetzt nochmal kommen. Also sie ist jetzt im Moment nach einer halben Stunde ausverkauft gewesen. Auch ein Grund, warum ich bei Sensi aufgehört habe, weil sie nicht das halten können, was sie versprechen, nämlich Werbung zu machen für ein Produkt. Und es ist relativ schnell ausverkauft. Das macht mir eigentlich keinen Spaß dann nicht. Gerade weil es sind immer die Disney-Sachen, die frühzeitig ausverkauft sind. Also halbe Stunde spätestens sind neue Artikel ausverkauft. Dann kommen sie immer mit ihrem 3-Pin-Stecker-Gedöns aus dem Ausland. Ist natürlich schön, wenn die das machen, aber bestellt auch einfach eure Ware richtig in der richtigen Menge für alle. Nicht, dass jemand, ich sag mal, arbeiten geht, nach Hause kommt und dann erstmal gar nichts kriegt. Wisst ihr, das ist für mich keine gute Werbung, ehrlich. Und es hat mir auch oft den Spaß genommen zu sagen, komm, ich mache da Werbung für, wenn ich weiß, das Zeug hält nur 5 Minuten oder eine halbe Stunde. Und was für mich noch schlimmer war, war wirklich, da bieten die die Duftlampe des Monats, Mickey Mäuschen an, ne? Die nach, ich glaube, 15 Minuten sind ausverkauft oder so, ne? Und ich war bei der Arbeit, kam auch wieder von der Arbeit nach Hause und habe das dann auch nicht abgekriegt, ne? Und dann war die wieder Rarität im Preise und so weiter. Klar, das kommt jetzt noch mal rein, diese Duftlampe. Zum Ende des Jahres kommt sie noch mal, aber das bringt nicht. Da brauche ich keine Werbung für zu machen, wenn ein Werbeversprechen, das ist so, als wenn ja Werbung von Aldi kriegt, da ist was und das ist nach 5 Minuten ausverkauft. Klar kann das passieren, aber sie versuchen wenigstens dagegen zu wirken. So sieht das. Oh, seht ihr das?
Das ist so richtig hier mit Sternchen und alles. Wie süß ist bitte diese Lampe? Die ist so zuckerzuckersüß. Also ich kann da nur von schwärmen. Ich finde das mega, mega putzig. Ich muss nur immer aufpassen. Ich habe einen Hang dazu, die Sachen hier runterzuschmeißen, also querbeet. Also bei so Duftlampen wäre es dann wieder ein bisschen schwieriger. Und wenn mein Mann dann nach Hause kommt, dann sagt er, wo kommt die denn her? Hatten wir die schon? Ja, hatten wir schon. Kennt ihr dieses System, wenn ihr versucht, das immer so ein bisschen zu verbergen, was ihr schafft? Dann etwas, was ich auch in meinem letzten Scentsy-Video gesagt habe, was unfassbar niedlich ist, ist dieses hier. Das ist ein Scentpack in dem Design von Tinkerbell. Ich finde das richtig, richtig gelungen. Aber noch schöner vom Design finde ich tatsächlich den Bar hier vorne, wo sie auf dem Spiegel steht. Und dann so ein bisschen schimmert und glänzt mit ihrem Feenstaub. Ich gucke einmal kurz, was wir da für Duftkomponenten drin haben. Ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Das ist Mandarine mit Kiwi, mit Gurkenblüte und ein Hauch von Moschus. Das sind so alles Sachen, die mag ich unfassbar gerne, bin ich ganz ehrlich. Ich habe viele Videos hier auf Yvonne Hut die Maus rausgedreht vor mehr als einem Jahr, weil ich dann ja gewechselt bin zur Beraterin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich so geil. Komplett in Gelb, passend zu der Tinkerbell, die auch hier vorne drauf ist. Ich finde, dieser Duft hat tatsächlich etwas von einem anderen Duft, den ich schon hatte. Also ich weiß nicht genau, welcher mich da gerade so dran erinnert, aber dieses Fruchtige, dieses leicht schon fast zittrige, also dieses intensive Fruchtige. Ich weiß es nicht, weil Kiwi finde ich nämlich überhaupt nicht wahr. Gurkenblüte ist immer sehr, sehr schwierig wahrzunehmen. Ich finde aber, dass dieses Mandarine mit Moschus, dass das an mich an irgendetwas an erinnert, obwohl ich kein Produkt in Erinnerung hatte, was die gleiche Beschreibung gab. Und trotzdem finde ich, dass dieser Duft mich extrem an einen anderen Duft erinnert. Wenn ihr den auch habt und ihr wisst, an wen der mich erinnert, dann sagt mir mal Bescheid, weil ich versuche es jetzt mal nach dem Video irgendwie rauszufinden. Ihr wisst, ich mache das immer so, ich finde das nach dem Video meistens raus. Und in dem nächsten Scentsy-Video, was ich mache, erzähle ich euch dann mein Fazit davon. Ich lese aber auch hier immer auch die Kommentare, was ihr dazu sagt. Definitiv ein sehr, 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 sehr schönes Design. Es ist eine unfassbar tolle Sache. Diese Lampe ist natürlich eine Duftlampe für diese Bars. Ihr könnt theoretisch das aber auch nur als Lampe nutzen. Ich finde aber, dass dann der Wert bzw. die Funktion verloren geht. Meine Meinung. Etwas, wo ich jetzt keine Beschreibung habe, aber ist das der absolute Make-Hammer. Guck mal bitte, wie geil ist das denn bitte? Das ist ein Brick von Sensi. Das heißt, ihr habt vielfache Größe vom normalen Bar. Ich halte mal im Vergleich dahin. Ihr seht das. Und zwar mit meinem absoluten, absoluten Lieblingsduft, nämlich Beach Daisy. Beach Daisy ist so ein schöner floraler Duft. Es ist so, als ob ihr über eine Blumenwiese geht, als ob ihr euren Kopf in einen Blumenstrauß legt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Komponenten drin. Ich meine Gänseblümchen mit Blümchen, Blümchen und noch mehr Blümchen drin. Aber es war und ist immer einer der Düfte gewesen, wo ich gesagt habe, schade, dass der raus aus dem Katalog ist. Und dann bringen die den hier als geilen Megabrick und ich direkt so, mein Gott, den muss ich haben, ne? Bricks sind nicht billig, ich glaube 35 €. Aber ich finde tatsächlich, wenn du die Größen vergleichst und sagst, dass das hier zum Beispiel, ja gut, das ist jetzt ein Scentsy-Dingern hier, so ein Disney 9,25, 8,50 € kostet, glaube ich, ein normaler. Und das ist ein Vielfaches von dem 1, 2, 3, 4 mindestens. Finde ich eigentlich, dass ihr da einen ganz, ganz guten Deal mitmacht. Aber ich liebe Beach Daisy. Ich muss direkt mal meine Nase dran halten. Kleinen Momento. Ich habe zwar noch ein bisschen Beach Daisy auf Reserve, ist aber ohne Schutzfolie. Das ist der schönste Blumenduft, den ich je empfunden habe. Je empfunden, ganz ehrlich. Ich finde den absolut mega. Ich kann den extrem empfehlen. Den werde ich natürlich für euch austesten. Ich werde euch Bescheid geben, ob er gut in der Duftlampe funktioniert hat.
Es gibt viele, das habe ich schon öfters mal in meinen Item-Videos gesagt, die machen sich dieses Display hier ab, die schneiden sich das ab, machen hinten nicht Magnetfolie, sondern so eine Folie dran und dann könnt ihr das am Kühlschrank hängen. Und dann macht ihr mehrere und dann habt ihr so ein Disney-Display am Kühlschrank hängen. Ich finde sowas mega, mega süß. Eine wichtige Info, bevor ich es vergesse, jetzt, wo ich keine Scentsy-Beraterin bin, geht es hier richtig los. Ne? Leute, ich freue mich so, dass ich meine Videos so machen kann, wie ich sie möchte, wie ich sie liebe. Und deswegen werden auch demnächst wieder hier nicht immer zwischendurch, wie auch früher, mal Scentsy-Videos kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist schon mega, mega toll. Guck mal bitte. Und ihr seht ja im Bruchteil davon, stellt euch das Ganze mal im Dunkeln vor. Hammer. Einfach Hammer. Klar könnt ihr das dann nicht sehen. Das fand ich immer ein bisschen schade, dass die nicht so umleuchtet sind, dass man die in der Nacht nicht erkennt, sondern nur dieses Meer von Lichtern. Trotzdem ist es eine wunder, 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 wunderschöne Lampe. Ich hoffe, ihr versteht, dass das unbezahlte Werbung ist, weil ich bin keine Beraterin mehr. Ich habe damals das hier auf dem Kanal gefeiert. Ich feiere heute noch Sensi, weil ich einfach sowas hier liebe. Okay, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.